Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Video Top 10 Orte in Mexiko. Willkommen bei mir auf dem Kanal Explore Life, bei dem wir zusammen die Welt erkunden. Ich habe bis jetzt in meinem Leben rund 4 bis 4,5 Monate in Mexiko verbracht und kann deshalb dieses große Land und dieses wunderschöne, vielseitige Land auch sehr gut beurteilen. Aber zuerst eine ganz wichtige Message, die ich noch in diesem Video vorab sagen möchte. Scheiß auf Cancun. Die meisten Leute verbinden direkt Cancun mit Mexiko. Aber ja, Cancun hat ungefähr genauso viel mit Mexiko zu tun wie ein Ford mit einem Elektroauto. Wie ihr alle wisst, Platz Nummer 1, Puerto Escondido. Definitiv mein Lieblingsort. Einfach noch nicht so überfüllt von Amerikanern. Deswegen Puerto Escondido an der Pazifikküste definitiv Nummer 1 in Mexiko, sollte auf keiner Mexiko-Reise, die über 3 Wochen geht, fehlen. In Puerto Escondido findet ihr die typischen Strand-Vibes. Wunderschöner Strand, unglaublich schöne Sonnenuntergänge jeden Tag. Geile Vibes, viele Backpacker überall, nice Hostels und ja, einfach ein Backpacker-Vibe generell dort. Oder ein Vibe von Nomads. In Tulum ist das Ganze viel mehr fancy und da hat man auch noch die typischen, sag ich mal, Touristen, die jetzt für 2 Wochen herkommen aus Amerika und einfach so mit ihrem Geld machen, die findet ihr in Puerto Escondido nicht, was dem Vibe zugute kommt. Außerdem, nicht weit von Escondido entfernt, findet ihr den Ort Mazunte. Mazunte ist 1 Stunde entfernt und zählt für Spirituelle als der Hotspot. Genauso wie Zipolite, eine halbe Stunde weiter noch von Mazunte. Dort laufen die Leute sogar nackt herum, es ist ein ziemlich kleiner Ort. Sehr gute Freunde von mir haben dort so gesehen ihre, sie nennen es Flitterwochen, obwohl sie nicht geheiratet haben, aber definitiv ein Ort, den sehr viele Menschen lieb gewonnen haben mit ganz speziellen Vibes. Auf Platz Nummer 2 habe ich direkt ein sehr untypisches Ziel gelegt und zwar Ciudad Valles. Ja, Digga, was ist Ciudad Valles? Es liegt in dem Staat San Luis Potosi, auch wenn es von dieser Stadt zumindest noch 5 Stunden entfernt ist. Und des Weiteren gibt es noch Xitla, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber dort werdet ihr sicherlich wenig Touristen finden, einen nicht ausgetretenen Pfad in Mexiko, viele Abenteuer, Dutzende wunderschöne, geile Wasserfälle, atemberaubende Abenteuer. Wir waren mit vielen Leuten dort immer mit ausgestreckten Daumen unterwegs. Super freundliche Mexikaner, kann man generell auf jeden Fall so festhalten. Und ja, Mexiko sieht für mich in meinem Kopf immer noch nicht so aus, wie es in oder um Ciudad Valles zu finden ist. Ciudad Valles ist der perfekte Ausgangspunkt, weil alles drumherum sich befindet an Wasserfällen, Naturschauspielen oder den berühmten James Edward Garden. Checkt es einfach mal ab, wenn es euch interessiert. Dort werdet ihr definitiv eine der schönsten, grünsten Naturen in Mexiko finden. Ja, auf Platz Nummer 3 kommen wir direkt zu meinem zweiten Lieblingsort und das wäre San Cristobal de las Casas. In diesem wunderschönen Staat Chiapas. Chiapas ist auch extrem schön von der Natur aus, bietet sich perfekt an, um viele Ausflüge in die Natur zu machen. Ein riesen Wasserfall ist da. Wenn ich genau drüber nachdenke, ist Mexiko einfach ein wunderschönes Land und auch absolut underrated. Auf jeden Fall einer der billigsten Orte in Mexiko. Wunderschöne Kolonialstadt, angenehmes Klima. Guckt auf jeden Fall nochmal die Temperaturen nach, denn im Winter kann es dort auch zu kalt werden. Platz Nummer 4, für mich der beste Bundesstaat, Oaxaca. Oaxaca ist auch eine sehr schöne Stadt. Auf dem Mittelweg ist eine Bergstrecke und dort findet ihr den kleinen, aber feinen Ort San José del Pacífico. Lohnt sich auf jeden Fall für einen 1-2 Tagesstopp, um erstmal ein bisschen abzukühlen. Und dort gibt es auch gewisse Aktivitäten, zum Beispiel Magic Mushrooms. Das ist die Stadt, an der tatsächlich der Mushroom herkommt. Viele Leute gehen dahin, nehmen die Pilze, kühlen ein bisschen ab. Sehr schöne Landschaft, wie gesagt, und reisen dann weiter nach Oaxaca oder Puerto Escondido, je nachdem, von welcher Seite aus man kommt. Viele Leute schwören auf mexikanisches Essen, ich gehöre nicht dazu, aber in Oaxaca werdet ihr definitiv mit das beste Essen in Mexiko finden. Ja, auf Platz Nummer 5, viele haben wahrscheinlich schon drauf gewartet, wann kommt denn nun endlich die Karibikküste? Ja, hier ist sie, auf Platz Nummer 5 nenne ich vorneweg Holbosch. Holbosch ist eine Insel, die auf keinen Fall fehlen sollte, wenn ihr in der Karibikseite seid oder in Cancun landet. Es ist ein absoluter Traum zur Erholung oder auch für Party, je nachdem, was man möchte. Aber diese Insel ist wirklich an einem Paradies fast nicht mehr zu übertreffen. Dasselbe kann man auf jeden Fall sagen für die etwas mehr touristische oder definitiv touristische Insel Isla Mujeres, die gegenüber von Cancun liegt. Ich habe nirgendwo ein blaueres Meer gesehen, doch in Panama. Aber zusammen mit Panama definitiv das blaueste Wasser, was ich je gesehen habe. Wunderschöne Strände, sollte man auf jeden Fall mal abgecheckt haben. Zusammen mit
Bacala. Unter Tulum liegt dieser wunderschöne, magische See. Das ist ein See, in dem sich sehr viele Menschen bereits verliebt haben und das nicht ganz ohne Grund. Städte, die man auf jeden Fall an der Karibikseite noch gesehen haben sollte, zähle ich zum einen Valladolid, rund eine Stunde von Cancun. Wenn ihr in Cancun landet, dann haut einfach schnell ab und pennt vielleicht in Valladolid. Valladolid, sehr schöne, kleine, spanische Kolonialstadt, gibt es natürlich Dutzende in Mexiko von. Und Mexiko, ja, muss man einfach festhalten, schöne Natur, schöne Städte, schöne Strände. Alles, was man finden möchte, findet man irgendwo in Mexiko, definitiv. Platz Nummer 6, sehr ähnlich, fast genauso wie Puerto Escondido. Und für mich der drittbeste Ort in Mexiko gewesen, Sayulita. Auch eher bekannt für ausgelassenen Strandvibes, schönere Strände, beziehungsweise Strände, an denen man auch ins Wasser gehen kann. Sogar noch schöner als in Puerto Escondido. Traumhafte Sonnenuntergänge und halt auch ein sehr kleiner Ort, an dem auch viel Party, viel Nightlife ist und allgemein auch ein ganz bisschen Spiritualität. Aber definitiv ein sehr, sehr, sehr geiler Ort, an dem man auch für einige Zeit problemlos stecken bleiben kann. Tipp am Rande hier noch, Puerto Vallarta am besten meiden vom Flughafen direkt ab nach Sayulita, befindet sich eine Stunde weiter komplett easy mit einem Linienbus für, ja, weiß ich nicht, 50 Cent oder so zu erreichen vom Airport direkt oder also gegenüber auf der Straße. Aber ja, was darf natürlich nicht fehlen, so kommen wir zu Platz Nummer 7, Mexico City. Zusammen mit Medellin, für mich die Stadt, in der ich das beste Klima für mich wiederfinde, auch Mitte 20 Grad, einfach extrem angenehmes Wetter. Aber ansonsten, ja, ist es irgendwie doch ein bisschen stressiger. Eine Stadt, die man mal gesehen haben sollte. Und von dort aus habe ich jetzt hier zwei Orte rausgesucht, bei denen sich ein Tages- oder Wochenausflug lohnt. Nicht weit, rund 2 Stunden entfernt, befindet ihr die kleine, zu den Pueblo Mágicos gehörenden Städte Tepoztlán. Superschöne kleine Stadt, damals habe ich mich direkt da drinnen verliebt. Nicht lange her habe ich gesehen, dass eine Freundin von mir dort unterwegs war. Valle de Bravo, traumhafte Kleinstadt, definitiv auch eine Reise wert und ein schöner Ausflug von Mexico City aus. Ja, wer hat's gedacht, auf Platz Nummer 8 break ich dann doch nochmal schweren Herzens Tulum. Tulum ist mir einfach zu fancy, ist mir einfach zu teuer und hat einfach nicht mehr die Vibes, die es für viele Leute versprühen soll. Besonders, denn wenn das Seaweed, also Mexiko hat immer an der Karibikseite viele Probleme mit dem Seaweed, also dieses Unkraut wird dann am Strand angespült. Und wenn das Zeug nicht da ist, ist der Strand traumhaft. Wenn das Zeug da ist, zumindest in meiner Zeit, kann man einfach auch beschwerlich nur baden. Und ansonsten, wie gesagt, sehe ich für Tulum nicht ganz so viele Gründe, wenn man auch Sayulita hat oder Puerto Escondido. Ja, meine Meinung, Tulum kann man machen für ein paar Tage, aber ja, haltet euch definitiv länger in Escondido aus oder in Sayulita. Wenn ihr die Wahl habt, dann scheiß auf Tulum. Achso, bevor ich es vergesse, scheiß auf Playa del Carmen, scheiß auf Cancun. Habe ich das schon erwähnt? Scheiß auf Cancun. Auf Platz Nummer 9 habe ich eine sehr wohlhabende Stadt, die wunderschön ist in Mexiko genannt, San Miguel de Allende, zusammen mit Guanajuato. Guanajuato befindet sich rund 1,5 Stunden entfernt von San Miguel de Allende. Wenn ihr dort in der Area auf jeden Fall unterwegs seid, checkt die beiden Städte mal ab. Top 10 können wir einfach sagen, in was ihr in Mexiko wählt, denn dieses Land ist einfach nur gigantisch groß und das fällt einem so richtig auf, wenn man mit dem LDO, es gibt eigentlich nur eine Buscompany dort, ziemlich gute und bequeme Busse, by the way, aber dann fällt einem irgendwann auf, okay, 6 Stunden, kurze Busstrecke in Mexiko, 12 Stunden, fast schon normal. Und dann irgendwann denkt man sich so nach ein paar Wochen, Bruder, wie groß ist dieses Land eigentlich? Wenn ihr noch einen anderen Ort empfehlen könnt, dann rankt ihn einfach in den Kommentaren, Top Nummer 10. Schreibt ihn selber in die Kommentare und der Ort mit den meisten Likes gewinnt. Ja, let's go. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was lernen, dann schreibt mir einen Kommentar, was ihr von Mexiko haltet. Ich selber, ja, hatte eine Menge Spaß in Mexiko, ich hatte eine geile Zeit und die Bilder, wenn ich die jetzt von Mexiko sehe, denke ich mir einfach, wie geil ist dieses Land. Aber ich habe es einfach in meinem Herzen nicht so gespürt. Ich hatte Spaß, es war alles geil, aber ich habe es nicht so, es hat mich nie gecatcht, die Magie, sag ich mal, wie das bei vielen anderen Leuten definitiv der Fall ist. Es sind ja auch einfach eine sehr große Community an Auswanderern mittlerweile in Mexiko. Ja, das Ganze ist bei mir in Kolumbien passiert. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht nonstop über Kolumbien nachdenke. Also, ich glaube, ich habe meinen Ort gefunden. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Abonnieren nicht vergessen.